Sie schweben zwischen Leben und Tod. Koma-Patienten sind gefangen in einer Schattenwelt. Sie können nicht sprechen, sich nicht bewegen. Kriegen sie überhaupt etwas mit? Es gibt jetzt Hinweise, dass Koma-Patienten mehr wahrnehmen, als wir ahnen. Viele von ihnen werden fälschlicherweise zu hoffnungslosen Fällen erklärt. Herzlich willkommen bei Quarks und Co. In vielen Sendungen haben wir über die fantastischen Entwicklungen der modernen Medizin berichtet, die oft dazu führen, Leben zu erhalten oder es sogar zu verlängern. Doch es gibt auch eine Schattenseite, Koma. Eine Grauzone zwischen Leben und Tod, die erst durch die Intensivmedizin möglich geworden ist. Noch vor 100 Jahren wäre ein Mensch einfach gestorben. Heute wird er oft nach einem schweren Unfall oder einem Herzinfarkt mit Hilfe der Intensivmedizin gerettet. Aber man schafft es nicht immer, den Patienten ins Leben zurückzuholen. Er liegt dann im Koma. Koma heißt wörtlich übersetzt so viel wie tiefer Schlaf. Und manche wachen erst nach Jahrzehnten wieder auf. Es sind diese Bilder, die im Sommer 2003 um die Welt gehen. Ein Mann, Anfang 40. Was er sagt, ist nur mit Mühe zu verstehen. Doch dass Terry Wallace überhaupt spricht, ist eine medizinische Sensation. Da ist ein Mann, der 19 Jahre in Pflegeheimen vor sich hindämmert. Und dann, innerhalb von 72 Stunden, kann er plötzlich wieder sprechen. Das ist absolut unglaublich. Wir haben 19 Jahre lang gewartet. Wir sind alle so glücklich. Es ist einfach wunderbar. Die Geschichte beginnt im Sommer 1984 in Arkansas, im Süden der USA. Terry ist 19. Er ist Automechaniker. Vor kurzem ist er Vater eines kleinen Mädchens geworden. An diesem Tag macht Terry eine Spritztour mit seinen Freunden. Plötzlich kommt ihr Pickup ins Schleudern und stürzt in ein Flussbett. Einer der Freunde ist sofort tot. Terry lebt. Doch der Aufprall war so heftig, dass sein Hirn schwer geschädigt ist. Er liegt im Koma. Nach 2 Wochen wacht Terry auf. Aber er ist nicht bei Bewusstsein, sondern in einer Dämmerwelt, im Wachkoma. Manchmal scheint er zu reagieren, wenn er angesprochen wird. Aber diese Momente sind kurz und selten. Die Welt dreht sich weiter. 19 lange Jahre. Während Terry im Pflegeheim dahin dämmert. Bis zu dem Morgen im Juni 2003. Terrys Mutter besucht ihn. Wer da komme, fragt die Pflegerin. Terry antwortet: Mom. Ich war so geschockt. Ich bin einfach auf den Boden gefallen. Terry ist plötzlich wieder da. Er versteht, was man ihm sagt. Und er kann antworten. Er kann sich nur schwer und undeutlich artikulieren. Aber sein Sprachzentrum ist intakt. In den Sprachtests, die wir mit Terry gemacht haben, konnten wir keine Anzeichen von Beeinträchtigung finden. Er konnte Objekte korrekt benennen. Er konnte Anweisungen befolgen. Kein Problem. Allerdings ist sein Gedächtnis schwer beeinträchtigt. Er kann sich nichts merken. Terrys Welt bleibt die von 1984. Egal, was seine Familie ihm immer und immer wieder erzählt. Wenn man ihn nach seinem Alter fragte, sagte er sei jünger als 20. Manchmal sagte er auch, er sei 19 Jahre alt, sein Alter zur Zeit des Unfalls. Er behauptete, der Präsident sei Ronald Reagan. Was ist in Terrys Kopf passiert? Die Forscher haben eine neue Technik, die ihnen den entscheidenden Hinweis geben könnte. Mit ihr können sie sogar einzelne Nervenfasern sichtbar machen. Was sie bei Terry sehen, hatte vorher noch niemand in einem menschlichen Gehirn entdeckt. Wir glauben, dass sich intakt gebliebene Zellen in seinem Gehirn wieder miteinander verbunden haben. Sie sind gewachsen, sodass sie wieder miteinander kommunizieren konnten. Hat sich Terrys Gehirn also selbst geheilt? Hat es 19 Jahre lang neue Nervenbahnen gebildet, bis mit einem Schlag Bewusstsein und Sprache wieder da waren?
Alles deutet darauf hin. Aber es bleibt eine Hypothese, denn während der 19 Jahre hatte sich kein Arzt für ihn interessiert. Das ist das Frustrierende an dem Fall von Terry Wallace. Was vor unserer Untersuchung in seinem Gehirn passiert ist, werden wir nie wissen. Aber die Veränderungen, die wir innerhalb von 18 Monaten gesehen haben, lassen den Schluss zu, dass es tatsächlich die Neuverkabelung seiner Nerven war, die zu seinem Aufwachen geführt hat. Terry Wallace ist eine große Ausnahme. Eine, die alles, was man bisher über Wachkoma-Patienten zu wissen glaubte, ins Wanken bringt. Das Interessante am Fall Terry Wallace besteht darin, dass Teile seines Gehirns intakt waren und aktiv waren. Hier haben wir das mal dargestellt, also zum Beispiel das Sprachzentrum oder auch andere Regionen. Aber es war ein bisschen so wie Inseln, die nicht miteinander verbunden waren. Und genau das war der Grund, warum er kein Bewusstsein hatte. Doch im Laufe der Zeit bildeten sich neue Nervenbahnen, neue Verbindungen. Diese Inseln wurden miteinander verbunden. Und irgendwann, so die Hypothese, legte genau das den Schalter um und Terry wachte wieder auf. Der Fall Terry Wallace macht klar, wie wenig wir über dieses Krankheitsbild wissen. Und das, obwohl es immer mehr Koma-Patienten gibt. Alleine in Deutschland, nach Schätzungen der Wachkoma-Gesellschaft, sind es pro Jahr etwa 40.000 akute Komafälle. Davon bleiben zwischen 3.000 und 5.000 langfristig im Wachkoma, also über einen Zeitraum von 6 Monaten oder länger. Im Vergleich zum gesunden Hirn ist bei Wachkoma-Patienten die Großhirnrinde geschädigt, also die weiße und die graue Materie. Aber das Stammhirn ist intakt, also das vegetative System funktioniert. Sie müssen zum Beispiel nicht beatmet werden. Und dann gibt es noch die sogenannten Locked-in-Patienten. Da sieht es so aus, dass ein großer Teil des Hirns aktiv ist. Diese Menschen sind bei vollem Bewusstsein. Nur die Verbindung zwischen Stammhirn und Rückenmark ist unterbrochen. Also die Tür zur Außenwelt ist zu. Diese Menschen sind eingesperrt, bei vollem Bewusstsein, locked in. Nun, so unterschiedlich die Ursachen auch sind, rein äußerlich kann man kaum unterscheiden, um welches Koma-Stadium es sich handelt. Denn die Patienten können nicht sprechen, sie können sich nicht bewegen und vor allem, sie können nicht beschreiben, was in ihnen vorgeht. Nun, wie viel nimmt ein Wachkoma-Patient wahr? Gut, neue Welt in den Spiegel. Ja. Volk. Heel gut. Seit einem Autounfall vor 6 Jahren liegt Mario im Wachkoma. Stephen Lowry sieht ihn heute zum ersten Mal. In letzter Zeit habe sich Mario verändert, behaupten seine Pfleger. Er reagiere auf sie. Einbildung? Oder ist Mario tatsächlich bei Bewusstsein? Das ist die Schwierigkeit, mit der wir konfrontiert sind. Herauszufinden, wie viel Bewusstsein in einem anderen Menschen ist. Einem Menschen, der nicht kommunizieren, nicht sprechen kann, weder mit Worten noch mit Zeichen. Das ist auch frustrierend, nicht zu wissen, was los ist. Man fragt sich, gibt es hier vielleicht mehr? Etwas, was mir entgeht. Ob in Mario tatsächlich mehr vor sich geht als bisher angenommen, muss Stephen Lowries heute im Universitätsklinikum Lüttich herausfinden. Solange schwebt ein bedrückender Verdacht im Raum. Nach neuen Studien ist nämlich 1/3 aller Wachkoma-Diagnosen falsch. Vielleicht auch bei Mario. Im Extremfall wäre er gelähmt, aber bei vollem Bewusstsein. Denn die entscheidende Frage konnte bisher nicht beantwortet werden. What's going on in the brain of Mario? Was geht im Gehirn von Mario wirklich vor? Sind die Bewegungen, die wir sehen, bewusst gesteuert oder sind es nur automatische Reflexe? Mit neuen bildgebenden Verfahren wie PET können wir versuchen, diese Fragen zu beantworten und wirklich objektiv messen, was in Marios Gehirn vor sich geht. PET. Ein Verfahren, mit dem man aktive Regionen im Inneren des Gehirns sichtbar machen kann. Ein teures Verfahren, das nur in bestimmten Verdachtsfällen überhaupt eingesetzt wird. Bei Mario wird diese Untersuchung zum ersten Mal gemacht.
Hau die Augen dicht, Mario. Zum ersten Mal seit dem Unfall soll damit nicht nur sichtbar gemacht werden, was kaputt ist, sondern welche Bereiche in seinem Gehirn noch funktionieren. Die ersten vorläufigen Bilder von Marios Gehirn. Man sieht hier, dass der Stoffwechsel, also die Aktivität in Marios Gehirn, überall vermindert ist. Also eher eine schlechte Nachricht. Die Aufnahmen zeigen auch, dass sein Gehirn asymmetrisch ist. Das hat mit der Hirnverletzung zu tun, bei der manche Bereiche stärker beschädigt wurden als andere. Haben sich die Pfleger zu viel erhofft? Für Mario ist die Untersuchung im Universitätshospital zu Ende. Wie viel er davon mitbekommen hat, weiß noch niemand. Denn wie viel Bewusstsein in ihm ist, werden erst die fertig berechneten Aufnahmen zeigen können. Der nächste Morgen im Büro von Stephen Lorries. Die Ergebnisse der gestrigen Untersuchung sind da. Erst sie zeigen zuverlässig, was in Marios Kopf vorgeht. Jetzt kann Lorries eine Diagnose abgeben. Mario's brain is very asymmetrical now. Marios Gehirn ist sehr asymmetrisch. Vor allem die linke Seite ist stark beschädigt. Daher wissen wir jetzt auch, warum es für ihn schwierig ist zu kommunizieren. Denn Sprache ist eben in diesem Teil des Gehirns lokalisiert. Wir können außerdem davon ausgehen, dass Mario Schmerz fühlen kann, auch wenn er keine Möglichkeit hat, das zu artikulieren. Daher sollte er auf jeden Fall Schmerzmittel bekommen, auch wenn er uns nicht sagen kann, dass er Schmerzen hat. Der Verdacht der Pfleger war also berechtigt. Was Mario ihnen nicht mit Worten bestätigen konnte, ist Stephen Lorries jetzt mit seinen Bildern gelungen. Looking at Mario's PET images, we can say that Mario's PET-Scan zeigt, dass er nicht im Wachkoma ist. Typisch dafür wären weitgehende Störungen in der grauen Substanz der Großhirnrinde. Aber das ist bei Mario nicht zu sehen. Und wir können auch ausschließen, dass er ein Locked-In-Patient ist, weil beim Locked-In-Syndrom die graue Substanz normal funktioniert. Mario ist dazwischen. Er hat zwar schwere Schädigungen, aber es gibt auch Areale, in denen die Aktivität fast normal ist. Er ist also, wie wir sagen, im minimally conscious state, bei minimalem Bewusstsein. 100 Kilometer nördlich von Lüttich. Mario ist wieder zurück in seiner gewohnten Umgebung. Er wird im Heim betreut. Heute ist sein Vater zu Besuch. Die neue Diagnose ist für ihn eine Bestätigung. Er war überzeugt, dass Mario weiß, dass er im Zimmer ist und dass er auch seine Kinder erkennt. Was er dabei empfindet, weiß allerdings niemand. Im sogenannten minimalen Bewusstseinszustand kann man per Definition nicht kommunizieren. Deshalb wissen wir auch nicht, wie es ist, wenn man sich in diesem Stadium befindet. Wir wissen aber durch unsere Bilder, dass es sehr gute Gründe gibt zu glauben, dass diese Patienten Emotionen haben und ihre Umwelt zumindest eingeschränkt wahrnehmen. Aber wie genau diese Art von Bewusstsein ist, wissen wir nicht. Und wir können es auch nicht wissen, solange wir nicht wirklich verstanden haben, was das Bewusstsein eigentlich ausmacht. The neural correlate of consciousness. Nach 6 Jahren ist für Mario jedenfalls ein Stück Bewusstsein zurückgekehrt. Ein wichtiger Schritt und vielleicht nicht der letzte. Der Fall von Mario zeigt, dass das Wachkoma kein endgültiger Zustand sein muss. Es gibt fließende Übergänge. Das erkennt man auch bei den PET-Bildern. Sie zeigen den Stoffwechsel im Gehirn. Zuerst beim normalen Gehirn ist der Gesamtstoffwechsel 100%. Das genaue Gegenteil davon ist der Hirntod, also keine Hirnaktivität, Stoffwechsel gleich Null. Und jetzt kommen wir zu den verschiedenen Arten des Komas. Beim Wachkoma-Patienten sind nur noch Teile des Gehirns aktiv, also der Stoffwechsel ist niedriger, ist etwas höher bei
MCS, im Film ist es angesprochen worden, dem Minimally Conscious State, und interessant hier Locked-in-Patienten, wie man sie nennt, denn dort ist es so, dass der Stoffwechsel im Gehirn vergleichbar ist zum normalen Stoffwechsel. Nun, was heißt höhere Hirnaktivität? Deuten Reaktionen im Wachkoma vielleicht darauf hin, dass der Patient bewusst irgendetwas mitbekommt? Oder sind es nur reflexartige Bewegungen, die die Angehörigen gerne so deuten? Die Forscher wollten das in einem Versuch untersuchen. Und dafür sollte sich eine junge MCS-Patientin mit schweren Hirnverletzungen zwei Dinge vorstellen. Zum einen durch eine Wohnung laufen, denn dann werden ganz bestimmte Hirnregionen aktiv, nämlich das räumliche Gedächtnis. Und zum zweiten sollte sich diese junge Patientin vorstellen, Tennis zu spielen, denn in dem Moment ist es eine andere Hirnregion, die aktiv ist, nämlich da geht es um komplexe Körperbewegungen, die geplant werden. Und der Versuch lief so ab, die Patientin kam in einen Kernspintomograph, also die Aktivität des Gehirns wurde untersucht, und jetzt musste sie entweder daran denken, durch eine Wohnung zu laufen oder Tennis zu spielen. Und dabei wurden dann die Messungen gemacht und das Ergebnis ist verblüffend. Hier unten zuerst einmal die Kontrollperson, also nicht Koma-Patient. Und Sie sehen, wenn die Person sich vorstellt, Tennis zu spielen oder durchs Haus geht, sind es unterschiedliche Regionen im Gehirn, die aktiv werden. Und jetzt achten Sie mal drauf, hier oben die Patientin, und man erkennt es auch ohne Fachmann zu sein, dass hier doch eine verblüffende Ähnlichkeit existiert. Also ein Hinweis dafür, dass sie tatsächlich sich auch das eine oder andere vorstellen kann. Nun, die Wissenschaftler haben diesen Test auch mit anderen Koma-Patienten gemacht, doch da hat es dann nicht zu diesem Ergebnis geführt. Nun, das bedeutet, jeder Koma-Fall ist anders. Zum Teil hat es schon damit zu tun, was die genauen Ursachen sind. Es gibt da keine generelle Statistik, aber es gibt Schätzungen. Und die sehen Sie hier, nämlich was sind die Ursachen für das Koma. Eine der wichtigen Ursachen sind Unfälle, Polytrauma, etwa 40%. Aber dann auch Sauerstoffmangel oder Hirnblutung, Degenerationskrankheiten, Demenz im letzten Stadium kann es auch zum Koma-Zustand kommen oder auch Entzündungen, wenn man zum Beispiel an Meningitis denkt. Und diese Zahlen spiegeln im Grunde genommen auch wieder, was die moderne Medizin leisten kann. Denn ein konkretes Beispiel, ein Mensch mit einer Hirnblutung wäre garantiert vor 100 Jahren gestorben. Heutzutage bleibt er noch am Leben, aber er bleibt im Koma. Nun, das ist alles kalte Statistik. Denn hinter jedem einzelnen Fall verbirgt sich auch eine eigene Geschichte. Hallo, hallo, können Sie mich hören? Bewusstlos, im Auto, am Straßenrand. So oder so ähnlich könnte unsere Geschichte anfangen. Keiner weiß, was passiert ist, was er hat, wie lange er hier liegt. Kommen Sie für den 6382. Ja, Einsatz für Sie. Fahren Sie bitte Gleulerstraße, Ecke Militärringstraße, auf dem dortigen Parkplatz in einem PKW, bewusstlose Person. Okay, Gleuler, Ecke Milli, ich drehe und komme. Egal, wie lange er hier schon liegt, nach Eingang des Notrufes muss der Rettungswagen innerhalb von 8 Minuten vor Ort sein. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht, kann nicht sagen, was passiert ist. Er ist bewusstlos, komatös, wie Sie sagen. Sie müssen es selbst herausbekommen. Die Zeit läuft. Zugang liegt, ich brauche eine Infusion. Der Blutzuckertest ist Ihre erste Chance. Liegt er im Koma, weil er Diabetiker ist und unterzuckert war? Eine einzige Zuckerinjektion würde ihn zurückholen. BZ ist bei 97. Wunderbar. Die Schutzreflexe sind nicht mehr erhalten. Müssen wir intubieren. Ein Bewusstloser kann sich tödlich verschlucken, kann zu wenig Sauerstoff im Blut haben oder einen Herzstillstand. Das alles können Sie jetzt ausschließen. Ja. Florian Köln für 6382. Aber was mit ihm los ist? Einfach keine Reaktion. Von Notaufnahme. Kreislauf ist stabil.
intubiert? Okay, dann könnt ihr kommen. Dann seid ihr nicht mehr da. Er hat Glück. Das nächstgelegene Krankenhaus ist eine bestens ausgestattete Uniklinik. Eins, zwei, drei. Äußere Verletzungszeichen gab es keine. Wie gesagt, keine Pupillendifferenz, keine Halbseitensymptomatik. Die Krankheit ist ja nicht beobachtet worden. Nicht beobachtet worden. Nein, er wurde so leblos im Auto sitzend vorgefunden. Hier im Krankenhaus nutzen sie die nächste Chance. Blut und Urin müssen sofort ins Labor. Sein Koma kann viele Ursachen haben. Sind irgendwelche Drogenreste zu finden? Spuren von Tablettenmissbrauch? Alkohol? Hast du gerade einen BGA? Dann hätte er zur größten Gruppe aller Koma-Patienten gehört. Zu denen nämlich, die nach zwei Tagen wieder nach Hause gehen. Die Zeit arbeitet gegen sie. Sollten Gefäße in seinem Kopf geschädigt sein, baut sich über die ganze Zeit schon kontinuierlich Druck auf, der Teile des Gehirns irreparabel schädigen kann. Das Großhirn, wir sehen, dass er in der Regel auf der Weite der inneren sowie der äußeren Nickenräume vorliegt. Und Blut sehen wir da nicht. Blut würde hier sich heller darstellen. Kein Blut, kein überhöhter Druck, kein Bewusstsein. Neunzig Minuten, nachdem sie ihn gefunden haben, liegt er auf der neurologischen Intensivstation. Er wird beatmet, beobachtet. Immer noch im akuten Koma-Zustand. Sie konzentrieren sich auf seinen Kopf. Das EEG würde ihnen verraten, wenn er etwas wahrnehmen kann, aber nur nicht in der Lage ist, zu reagieren. Das EEG zeigt aber eindeutig die Kurve eines Komatösen. Sie sind darauf spezialisiert, im Inneren seines Kopfes weiter auf Spurensuche zu gehen. Akustische Signale, Klickgeräusche müssten etwas in seinen Hirnströmen verursachen, wenn die Nervenbahnen noch intakt sind. Sogenannte evozierte Potenziale. Die akustischen Reize kommen in seinem Hirn an. Ob er sie bewusst wahrnimmt, zeigt die Kurve aber nicht. Nach gut sechs Stunden dann endlich der entscheidende Hinweis. Der Kernspintomograph liefert den Beweis. Eine Arterie ins Stammhirn war verstopft. Hier sieht man ja relativ gut als Ursache diesen beginnenden Infarkt im Bereich des Hirnstammes und teilweise auch im Kleinhirn. Sie konnten den Thrombus lösen, aber einen Schaden nicht verhindern. Sie haben herausgefunden, wie er ins Koma gefallen ist. Ein Stammhirninfarkt. Aber wann und ob er jemals wieder aufwachen wird, das kann niemand sagen. Eine Frage stellt sich bei Koma-Patienten immer wieder. Wie stehen die Prognosen, dass der Patient wieder aufwacht? Mediziner orientieren sich bei den Prognosen an bisherigen Statistiken. Und die sehen so aus für Traumapatienten. Das sind Menschen, die durch einen Unfall, durch zum Beispiel eine Gehirnverletzung, ins Koma gefallen sind. Hier sind sie aufgetragen ein Jahr. Und grün dargestellt, das sind die Menschen, die wieder aufwachen nach einem Jahr, immerhin 52%, etwa ein Drittel stirbt und 17% bleiben im Koma. Im Vergleich dazu Nicht-Trauma-Patienten, das sind Menschen, die zum Beispiel durch einen Herzinfarkt oder durch einen Mangel an Sauerstoff ins Koma verfallen. Und man sieht hier zuerst einmal, die Chancen aufzuwachen sind deutlich geringer. Aber man erkennt noch etwas bei beiden Grafiken. Gerade in der ersten Phase, nachdem man ins Koma fällt,
Da stehen die Chancen noch gut, dass man aufwacht. Danach ändert sich nicht mehr sehr viel. Hier nach etwa 6 Monaten bei Traumapatienten ebenfalls kaum eine Änderung. Nun aber, was heißt es eigentlich, aufwachen? Nach Monaten oder vielleicht sogar nach Jahren der Bewusstlosigkeit. Das ist Annamar Fronhoff. Sie ist 40 Jahre alt. Ihr zweites Leben begann vor 7 Jahren. Aha! Aha! Mit 33 erlitt Annamar einen Schlaganfall. Anschließend war ihr Körper gelähmt. Sie konnte weder sprechen noch schlucken, obwohl sie bei vollem Bewusstsein war. Diese spezielle Form des Komas heißt Locked-in-Syndrom. Heute kann Annamar wieder reden, aber es strengt sie an. Deswegen hat sie aufgeschrieben, wie es ist, wenn der Körper streikt. Schriftlich schildert sie das Leben mit dem Locked-in-Syndrom. Das Locked-in-Syndrom ist wie ein inneres Gefängnis. Der Körper ist die Mauer. Man ist vollkommen bewusstseinsklar, kann sich aber nicht äußern. Vor dem Infarkt hatte ich äußerlich ein ganz normales Leben. Habe Tiere geliebt, bin geritten und Motorrad gefahren. Ich war Krankenschwester auf einer Intensivstation. Schon dort musste ich mich fragen, ob man schwer verletzte Patienten künstlich am Leben erhalten oder besser sterben lassen sollte. Und dann stellte sich mir diese Frage auf ganz persönliche Weise. Am 11. August 2000 fiel ich einfach um. Ich hatte einen Hirnstamminfarkt erlitten. An die folgenden Monate kann ich mich nur noch schemenhaft erinnern. Ich wurde lange Zeit künstlich beatmet und ruhig gestellt. Im Koma gab es Momente, in denen es mir sehr schlecht ging. Ich hatte immer wiederkehrende Albträume, war schon in einer anderen Welt. Dort traf ich in völliger Harmonie Verstorbene wieder. Der Körper spielte keine Rolle mehr. Insgesamt lag ich mehrere Monate im Koma. Heute, 7 Jahre nach dem Infarkt, lebt Annamar in einer kleinen Wohnung am Stadtrand von Köln. Was ist das so? Ein Team von 10 Assistenten betreut sie rund um die Uhr. Es muss immer jemand da sein. Nur durch die Arbeit meiner persönlichen Assistenten kann ich mit meinem Hund Momo und meinen Katzen in meiner eigenen Wohnung leben. Ich brauche ständig Hilfe. Aber ich bin kein kleines Kind. Und es ist sehr wichtig, dass die Assistenten das respektieren. Ich kann immer noch selbst entscheiden, was für mich gut ist. So, jetzt setze ich dich vorsichtig nach hinten. Momo ist schön. Hat jetzt verstanden, was sie will. Auf eine Satt- und Sauberpflege, wie sie in Heimen üblich ist, habe ich keine Lust. Dass mein Leben zu Hause jedoch teuer ist, lasse ich mir nicht vorwerfen. Hallo, Mami. Feiner Hund. Ich habe nicht darum gebeten, reanimiert zu werden. Im Gegenteil. Ich wollte nicht, dass man mich künstlich am Leben erhält. Im Februar 2001 bin ich aus dem tiefen Koma aufgewacht. Ich war wach und orientiert, aber komplett im Locked-in-Syndrom. Bis ich meine Lage realisiert habe, hat es ein ganzes Jahr gedauert. In meinen Träumen konnte ich ja noch laufen und sprechen. Ich dachte, die Lähmung würde vorbeigehen. Das ist sie aber nicht. Und das war erstmal ein Schock. A, B, C, D, E, F, G, H. Lange Zeit konnte ich ausschließlich die Augen bewegen. Um mich zu verständigen, musste mein Gegenüber das Alphabet aufsagen. Und ich habe beim entsprechenden Buchstaben die Augen geöffnet. Das erforderte sehr viel Geduld. Seit ein paar Monaten kann Annamar allein am Computer arbeiten, ohne Mittelsperson Texte und Briefe schreiben, mit einer sogenannten Kopfmaus.
In der Mitte ihres Brillengestells sitzt ein kleiner Referenzpunkt. Dessen Position wird von einer Infrarotkamera erfasst. Seine Bewegungen steuern den Cursor. Wenn Anama einen Buchstaben anklicken will, verweilt sie etwas länger an der entsprechenden Stelle des Bildschirms. Das Medium Internet ist für mich ein Fenster zur Außenwelt. Dort kann mich jeder verstehen und mein Äußeres spielt keine Rolle. Natürlich spüre ich Schmerz um das Vergangene. Aber durch den Schmerz bin ich auch gewachsen, habe einen anderen Blickwinkel auf die Welt bekommen. Ich lebe heute mehr im Hier und Jetzt und versuche nicht mehr dauernd glücklicher zu sein, als ich gerade bin. Ich habe gelernt, dass mir nur die Akzeptanz meiner Krankheit helfen kann. Und ich stelle mir nicht mehr so viele Fragen wie nach dem Infarkt. Heute habe ich ein klares Ja zum Leben. Was für ein tolles Lachen. Einige Forschergruppen sind daran, den Prozess des Aufwachens zu beeinflussen. Sie versuchen es zum Beispiel mit Medikamenten, die den Stoffwechsel im Gehirn ankurbeln. Oder es gibt auch eine gewagte Methode. Dabei versucht man mit Hilfe von Elektroden ganz bestimmte Hirnregionen zu stimulieren. Die Region ist dabei der sogenannte Thalamus, ein Teil des Kleinhirns. Viele sehen darin das Tor zum Bewusstsein. Nun, solche Ansätze sind noch in einem Versuchsstadium. Viele Wachkoma-Patienten werden irgendwann aus der Klinik entlassen. Aus medizinischer Sicht kann man nichts mehr für sie tun. Und es ist unglaublich, schätzungsweise 7000 Wachkoma-Patienten werden alleine in Deutschland zu Hause gepflegt. Für die Angehörigen eine enorme Belastung. Und diejenigen, die Koma-Patienten über Jahre pflegen, suchen immer wieder nach neuen Wegen, deren Bewusstsein zu erreichen. Viele sind davon überzeugt, dass Stimulieren ganz wichtig ist. Also stimulieren zum Beispiel mit Farben oder mit ganz besonderen Gerüchen. Und andere wiederum setzen auf die Stimulierung mit Musik. Kontaktaufnahme mit einem Wachkoma-Patienten. Dr. Ansgar Herkenrath arbeitet im Haus Königsborn in Unna. Hier ist man spezialisiert auf die Langzeitbetreuung von Menschen, denen zuvor von Ärzten bescheinigt wurde, sie würden nie wieder etwas wahrnehmen. Dennoch versucht er, mit Musik zu ihrem Bewusstsein vorzudringen. Stefan, hallo, willkommen zur Musik. Dr. Herkenrath singt die Töne im Atemrhythmus des Patienten. Oft sind nur minimale Reaktionen festzustellen. Seit 10 Jahren forscht und arbeitet Ansgar Herkenrath mit Wachkoma-Patienten und ist damit eine große Ausnahme. Es gibt weltweit, und das ist kaum vorstellbar, bis heute keine Studie, keine Langzeitstudie, die einmal wirklich drauf schaut, ob sich solche Menschen nach 4, 5, 6, 7, 8 Jahren noch mal verändert haben. Der Musiktherapeut hat Videoaufzeichnungen von seinen Beobachtungen gemacht. Ein Beispiel, Daniela. Mit 17 Jahren hatte sie einen Autounfall. Ein Jahr danach immer noch keine Reaktionen. Doch er beobachtet, dass sie immer am Ende einer Melodie eine Atempause macht. Dann, 5 Monate später. Daniela war zu dem Zeitpunkt, unserer Meinung nach, nicht in der Lage, selbst den Kopf anzuheben, den Kopf auszurichten. Und dann passiert das, was ich niemals erwartet hätte. Wenn man sich so aufrichtet, einen so anschaut, mit einem solchen Blick, dann geht einem das durch und durch. Dann habe ich für mich das Gefühl, auch wenn ich jetzt interpretiere, aber ich habe das Gefühl, jetzt plötzlich dieser Mensch, der in dem Körper ist, versucht ganz klar zu mir als Mensch Kontakt aufzunehmen. Das Problem ist bei dieser Sache, dass es keine quantitative Erfassung sein kann. Das heißt, es hilft nichts, eine Tabelle aufzustellen und hier zu versuchen, was weiß ich, ich tue immer wieder das Gleiche und ich reagiere dann hoffentlich auch immer wieder auf das Gleiche ähnlich, sodass ich sagen kann, ich kann eine Quantität aufstellen. Ich denke, wir sind Menschen und wir reagieren nie gleichzeitig oder gleichwertig.
Daniel fiel mit 22 Jahren ins diabetische Koma. Im Rhythmus seiner unkontrollierten Kaubewegungen singt Dr. Herkenrath eine Melodie und entdeckt, immer am Ende des Liedes hört Daniel auf zu kauen. Begreift Daniel, dass sich die Melodie an seinen Kaubewegungen orientiert? Ein wenig später scheint er dafür den Beweis zu liefern. Hier habe ich wieder diese Mundbewegung, etwa 5 Minuten nach der anderen Szene. Und jetzt passiert gleich etwas ganz Interessantes. Man muss zuhören auch dabei. Das ist das Verrückte. Das heißt, er hört zu früh auf. Die Musik ist nicht zu Ende. Müsste es eigentlich heißen. Er hört zu früh auf. Und das scheint gewollt zu sein, denn er lacht, er grinst sich. Und oft sehen wir eben bei diesen Menschen nur die Körper. Das heißt, wir sehen einen Körper, der ist sehr schwer eingeschränkt, der hat seine Versteifung an Gelenken, der hat eine Körperform angenommen, die wir so nicht als gesund bezeichnen würden und sehen eben, wie schwer eingeschränkt derjenige ist und meinen gleichzeitig, das sei auch eine Einschränkung des Geistes, des Bewusstseins. Ralf fiel nach einem Hirnschlag ins Koma. Der behandelnde Professor sagte seiner Mutter, er würde nie wieder Bewusstsein erlangen. Doch diese winzige Bewegung mit der rechten Hand und das Lächeln auf seinem Gesicht gaben Dr. Herkenrath Hoffnung. Nur 3 Monate später kann Ralf bereits den ganzen Arm einsetzen, um zu musizieren. Und auch seine Augen bewegen sich kontrolliert. Ganz kurze Einblicke nur. So spielt er heute. Das ist seine Bewegungsfähigkeit, die er jetzt im Juli 2007 hat. Fast 2 Jahre sind seit dem Hirnschlag vergangen. Ralf kann mittlerweile sogar den Text mitsingen. Seine Entwicklung ist eine große Ausnahme unter den Wachkoma-Patienten. Doch sie zeigt, wie wenig wir noch über den Zustand und die Möglichkeiten dieser Menschen wissen. Was wir in der Sendung gesehen haben, ist, jeder Koma-Fall ist anders. Und manchmal ist das Gehirn so geschädigt, dass aus medizinischer Sicht keine Hoffnung mehr besteht. Erinnern Sie sich an den Fall Terry Schiavo? Sie wurde künstlich ernährt, und zwar über Jahre. Ihr Gehirn war nach dem Urteil der Mediziner unwiderruflich geschädigt. Und jetzt gab es den Konflikt. Denn ihr Ehemann wollte sie erlösen aus diesem Zustand, doch Eltern bestanden darauf, dass Terry weiterleben sollte. Der Fall ging bis in die höchsten Instanzen. Und eines der Probleme bei Terry Schiavo, es gab keine eindeutige Patientenverfügung. Und damit sind wir wahrscheinlich bei einem der heikelsten Themen im Zusammenhang mit Koma-Patienten. Wie soll man verfahren? Und wer soll darüber entscheiden? Ihr Mann ist gerade mal 43, als er einen Herzinfarkt bekommt. 15 Minuten dauert es, bis der Notarzt ihn wiederbelebt hat. 15 lange Minuten ohne Sauerstoff. Die spätere Diagnose? Wachkoma. Ein Dasein ohne Bewusstsein. Wir haben ziemlich oft darüber gesprochen, über solche Situationen. Gerade auch, als in Amerika der Fall war, vor 2 oder 3 Jahren. Das ging durch die Presse, das war im Fernsehen und das war halt ein Thema, was in dem Moment präsent war und da haben wir auch drüber geredet, ja. Und er sagte, wenn mal sowas wäre, sollte ich dafür sorgen, dass es so schnell wie möglich vorbei ist. Vorbei heißt bei Wachkoma, die künstliche Ernährung einzustellen. Dann sterben die Patienten nach mehreren Tagen oder Wochen. Bettina Schott will ihren Mann so schnell wie möglich ins Ausland bringen, wo es Sterbehilfe gibt. Erst von Freunden und nach eigener Recherche erfährt sie, dass es auch in Deutschland legal ist, die Ernährung einzustellen. Dennoch ist die Lage nicht klar. Der Arzt im ersten Pflegeheim hat sich erst gar nicht dahingehend geäußert, dass er das macht, sondern hat versucht, das übers Amtsgericht laufen zu lassen und hat gehofft, dass die Entscheidung dort gefällt wird. Und das Amtsgericht hat dann aber kundgetan, dass es eben dafür nicht zuständig ist, dass es eine Sache zwischen Arzt und Betreuer ist. Und daraufhin hat der Arzt dann gesagt, dass er das nicht machen kann, dass er es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Sollen sie Leben erhalten, wie sie es gelernt haben, oder sterben lassen, weil der Patient es so gewollt hätte? Ihre Ausbildung gibt ihnen dabei keine Hilfe.
Umfragen zeigen, dass 60% der Ärzte überhaupt nicht wissen, ob sie die Ernährung einstellen dürfen. Sie fürchten juristische Folgen. Bei ihm landen solche Fälle. Wolfgang Putz hat schon über 200 Fälle wie den von Bettina Schott vertreten und alle im Sinne der Angehörigen zu Ende gebracht. Oft muss er dafür nur die aktuelle Rechtsprechung zitieren. Die Rechtslage ist eindeutig seit dem Urteil, das sogenannte Kemptener Urteil 1994. Da hat der Bundesgerichtshof gesagt, wenn jemand nicht im Sterbeprozess ist, dann darf und muss man ihn sterben lassen, wenn nach seinem aktuellen Patientenwillen er keine weitere Lebensverlängerung wünscht. Und da wurde auch gesagt, wie dieser Patientenwille zu ermitteln ist, nämlich auf der Patientenverfügung, hilfsweise auf dem mutmaßlichen Willen. Das heißt, der Patientenwille zählt, egal ob mündlich oder schriftlich. Juristisch klar, in der Praxis oft nicht. Der schriftlichen Verfügung vertrauen Ärzte mehr. In Bettina Schotts Fall bleibt der Arzt auch nach der Aufklärung dabei. Er will nicht gegen sein Gewissen handeln. Und sie kann und will ihn nicht zwingen. Die Lösung? Sie wechselt den Arzt und findet ein Pflegeheim, das bereit ist, ihren Mann sterben zu lassen. Am belastendsten war für mich, dass ich zugucken musste, wie mein Mann da liegt und so nicht hat leben wollen. Das war am belastendsten. Ich habe mir jeden Tag gewünscht, dass er stirbt. Dass er endlich Frieden hat. Es dauert aber ganze 5 Monate. 5 Monate nach dem Herzinfarkt und der Diagnose Wachkoma kann ihr Mann sterben. Ich habe alles getan, was mein Mann getan, was ich für meinen Mann hätte tun können. Ich habe den Wunsch meines Mannes erfüllt und es war das Letzte, was ich für ihn tun konnte. Vielleicht hätte eine schriftliche Patientenverfügung Bettina Schott den Weg leichter gemacht. Aber wer denkt mit 43 schon daran? Koma ist ein selbstgeschaffenes Dilemma der modernen Medizin. Es stellt uns vor neue ethische Fragen und wir müssen lernen, damit umzugehen. Die Patientenverfügung ist dabei keine einfache Antwort, aber sie verhindert zumindest, dass unsere Liebsten und Angehörigen plötzlich über unser Leben oder unseren Tod entscheiden müssen. Wenn Sie mehr zu diesem wichtigen Themenbereich wissen wollen, im Internet gibt es eine ganze Reihe von Informationen, auch speziell zum Thema Patientenverfügung. Und dieses Thema ist uns so wichtig, dass wir dazu auch ein Forum eingerichtet haben. Also klicken Sie uns an unter www.quarks.de. Und wie immer gibt es natürlich auch noch unser Quarks-Skript. Und so kommen Sie dran. Beschriften Sie einen C5-Umschlag mit Ihrer Adresse und dem Vermerk Büchersendung. Frankieren Sie ihn mit 85 Cent. Nehmen Sie nun ein normales Briefkuvert und adressieren es an WDR, Quarks & Co., Stichwort der Sendung 50612 Köln. Darin senden Sie uns den Rückumschlag. So, das war's. Danke fürs Zuschauen und empfehlen Sie uns weiter, bleiben Sie uns treu. Tschüss. Schönheit fasziniert, sie verführt und zieht unseren Blick magisch an. Warum wir jemanden schön finden und wie sich Schönheit messen lässt, das erforschen Attraktivitätsforscher. Sie haben sogar herausgefunden, warum der Anblick eines schönen Menschen uns glücklich macht. Schönheit bei Quarks und Co. am nächsten Dienstag um 21 Uhr im WDR-Fernsehen. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.